Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Blog. Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Sagt Tesla der Börse Ade? Die Telekom widerspricht, dass ihr Ladenetzausbau lahmt. Und ich habe einen Fehler in einer Studie zum Thema Laden von Elektroautos in Städten entdeckt, den ich euch gerne zeigen möchte. Auf geht's zu den E-Auto-News. Die Nachricht, die mich zu Beginn am meisten überrascht hat, war, dass Tesla von der Börse genommen werden soll. Also, dass Elon die Aktien vom Börsenhandel nehmen möchte. Ich dachte erst, dass das wieder irgendwie so ein Scherz ist, irgendwie etwas, was ich missverstanden habe, denn ich habe das in den Telegram-Gruppen gesehen, die dann die Twitter-Nachricht, die auch so ein bisschen kryptisch war, von Elon gepostet hat. Aber jetzt einige Tage später ist die Gemengelage deutlich geworden. Der Grund ist, Elon mag das ja sowieso nicht, auf den Quartalstreffen Rede und Antwort zu stehen. Er mag den Druck nicht, der von der Börse ausgeht, sondern will Tesla eher langfristig orientiert führen. Und jetzt ist es so, dass wohl der saudi-arabische Staatsfonds auch noch eine größere Beteiligung an Tesla aufgebaut hat. Und insofern erwägt Elon Musk jetzt, Tesla von der Börse zu nehmen. Die bisherigen Aktionäre bekommen dafür ein Angebot. Das heißt, sie können für 420 Dollar ihren Anteil verkaufen oder eben die Aktie halten. Aber wie gesagt, sie wird dann nicht mehr an der Börse gehandelt. Insgesamt ist es so, dass die Mitarbeiter natürlich auch weiterhin Aktien kaufen können. Tesla natürlich eine Aktiengesellschaft bleibt, aber wie gesagt nicht mehr öffentlich gehandelt wird, sodass dann auch die Berichtswesen Anforderungen geringer sind und Elon Musk hier mehr im Einklang mit seinen Vorstellungen Tesla führen kann. Ob das Ganze realisiert werden kann, ist natürlich abhängig von den Aktionären, wie die darüber abstimmen und natürlich auch über die Finanzierung. Laut Elon Musk steht diese Finanzierung, das ist auch entscheidend, dass sie steht, denn A muss natürlich das Geld da sein, um die Aktien zurückzukaufen von den Investoren oder Aktionären, die ihre Aktien gerne verkaufen wollen, und B macht er sich sonst auch strafbar der Kursbeeinflussungen, denn die Nachricht hat natürlich zu einem Kursanstieg geführt. Teilweise ist die Aktie auch vom Börsenhandel ausgenommen worden, um eben Risiken hier zu vermeiden. Insofern ein sehr interessanter Schachzug von Elon Musk, der gerade den von ihm so verhassten Shortsellern, also diejenigen, die auf fallende Kurse von Tesla spekulieren, herbe Verluste gebracht hat. Denn insgesamt ist der Kurs spürbar gestiegen und wird vermutlich auch noch weiter steigen. Ja, wie gesagt, Elon Musk ist immer wieder für eine Überraschung gut. Diesmal, dass Tesla nicht mehr an der Börse gehandelt wird. Tesla drückt richtig aufs Gaspedal in China, nachdem bekannt geworden ist, dass die zweite Gigafactory dort gebaut wird, beginnt Tesla jetzt die Führungsmannschaft zu rekrutieren. So ist das ja üblich bei einem Projekt. Ich habe auch mal ein Projekt aufgebaut. Das war eine IKEA-Filiale sozusagen vom Grundstein. Ich war der dritte Mitarbeiter, damals als stellvertretender Geschäftsführer zuständig für die ganzen Finanzen. Und wir sind dann gestartet mit 3 Leuten und hatten nachher insgesamt 230. Man fängt immer erstmal mit der Führungscrew an, macht ja auch Sinn, die ganzen Strukturen, die das Unternehmen erstmal gestalten, und dann, wenn es in die Arbeit, in die Produktion geht, dann kommen die vielen anderen Mitarbeiter, die dort tätig sind. Also ganz interessant, sofort nachdem hier die Entscheidung gefällt wurde, legt Tesla los, denn sie haben ja auch keine Zeit zu verlieren. Hier geht es um viel Geld, was auf dem chinesischen Markt zu verdienen ist. Noch eine witzige, skurrile, fragwürdige Information von Elon Musk. Und zwar hat er getwittert, dass es ein elektrisches Fahrzeug von Tesla geben soll, was nur für eine Person ist. Hier gibt es dann so ein paar Bilder. Es soll aber nicht dieser elektrische Mini-Tesla für Kinder sein, sondern für einen ausgewachsenen Erwachsenen. Hier kann man dann, ich denke mal, so in die Dimensionen von Microlino, von
einer Twizy, vom Twizy oder dergleichen denken, sprich ein elektrisches Fahrzeug, was eine Person transportieren kann. Wir werden sehen, was daraus wird. Elon Musk hat ja schon einige auf den ersten Blick verrückt klingende Vorschläge gemacht, die dann auch umgesetzt worden sind. Auch aus China eine Neuigkeit zum Thema Build Your Dream, also BYD. Dort sind Bilder aufgetaucht aus einem Patent für ein neues elektrisches Fahrzeug. Hier kann man so ungefähr erkennen, in welche Richtung die chinesischen Designer das Fahrzeug entwickeln werden. Also auch hier können wir damit rechnen, dass BYD weitere Fahrzeuge auf den Markt bringen wird. Damit ist GM ja schon relativ erfolgreich, nämlich in Kürze werden sie 200.000 elektrische Fahrzeuge verkauft werden. Auch dann sind sie, so wie Tesla, davon betroffen, dass die Förderung reduziert wird. Im Moment ist es wohl so, dass sie 186.670 Chevrolet Bolt, das ist ja sozusagen der Opel Ampera E von Chevrolet, verkauft haben. Und jetzt ist die Frage, wann sie die 200.000 Autos knacken. Je nachdem beginnt dann eben halt entsprechend die Förderung zu sinken. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen ins nächste Jahr strecken wollen, sodass ja zum Jahresende etwas weniger Auslieferung stattfinden, um so eben halt den hohen Steuergutschrift so lange wie möglich zu behalten. Es gibt ja immer die Diskussion, wie das mit der Ladeinfrastruktur aussieht. Wie gesagt, ich habe auch noch eine Stadtstudie dazu, die das Thema aufgreift. Auf jeden Fall ist es so, dass in Europa jetzt wohl mehr als 5.000 Schnelllader zur Verfügung stehen. Und was ich ganz interessant fand bei dem Artikel, war auch die Aufteilung. Ich gehe mal davon aus, dass auch hier wieder nicht alle Schnelllader erfasst sind, weil es ja leider keine offizielle Aufzeichnung darüber gibt, wie viele es gibt. Aber hier bei der Grafik sieht man ganz gut, wie kontinuierlich der Ausbau vorangeht. Und Deutschland ist hier an der Spitze. Also das heißt, Deutschland hat die meisten Schnelllader, wenn wir das uns im Vergleich zu den anderen europäischen Städten anschauen. An zweiter Stelle ist dann UK. Hier sieht man auch ganz gut, wie kontinuierlich der Ausbau vorangeht und kann immer die anderen Länder sich auch noch mal im Detail anschauen. Wie immer habt ihr natürlich den Link zu diesem Artikel unter dem Video in der Beschreibungsbox, sodass ihr euch die Zahlen auch nochmal in Ruhe anschauen könnt, wenn euch ein Land besonders interessiert. Die Alternative zum schnellen Laden ist ja der schnelle Akkuwechsel. Das ist immer wieder mal so ein Thema, was aufpoppte, aber bisher noch nicht so richtig sich durchsetzen konnte. Jetzt tüftelt Ample hier an dieser Technologie. Sie möchten ein Batteriewechselsystem einführen, was innerhalb von wenigen Minuten den Austausch der Akku ermöglicht. Ich erwähne das hier, weil unter anderem namhafte Partner wie Shell in der jüngsten Finanzierungsrunde sich an dem Unternehmen beteiligt haben. Und gerade für die, ich sag mal, eingesessenen Tankstellenbetreiber und Ölkonzerne ist so also eine schnelle Akkuwechslungstechnologie natürlich ganz interessant, weil sie A, die Tankstellen, also die Gebäude vor Ort haben, B, in Zukunft, wenn immer mehr Elektroautos unterwegs sind und weniger Verbrenner, die Freiräume auf der Tankstelle und die Akkuwechslungsautomatik, die hier mit Robotern stattfinden soll, einem normalen Tankvorgang sehr nahe kommt. Also insofern nur logisch, dass sie sich dort beteiligt haben. Jetzt ist es Forschern in Tokio gelungen, bei der Festkörperbatterie eine entscheidende Veränderung vorzunehmen, sodass sie schnell geladen und auch schneller entladen werden kann. Denn das ist wohl bisher das größte Problem, der größte Nachteil der Feststoffkörperbatterie, dass sie nicht so schnell be- und entladen werden kann wie eine Lithium-Ionen-Akku. Also man sieht ganz deutlich, hier wird an allen Ecken und Enden geforscht. Es werden einige Durchbrüche kommen, die wir dann als Verbraucher in, ich denke mal, 5 Jahren in der Realität zumindest zum Teil dann sehen werden, sodass hier dann durchaus auch Bewegung im Feststoff-Batterie-, im Akkumarkt an sich zu erwarten ist.
Vor einiger Zeit hatte ich ja davon berichtet, dass leider auch der Ladenetzausbau von der Telekom nicht so schnell vorangehen soll wie gedacht. Mir war bekannt, dass ab Sommer die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden soll. Jetzt widerspricht die Telekom dem Bericht, den ich euch vorgestellt hatte, von BIS Energy. Sie sagen uns alles im grünen Bereich. Wir sind dran. Wir haben die Konformitätsprüfung. Jetzt geht es nur noch darum, dass die theoretisch 12.000 Ladestationen, die sie bauen können, von den jeweiligen Kommunen bewilligt werden. Insofern, sie rücken nicht von den Zahlen ab und sind voll im Zeitplan und werden im Herbst an den Start gehen können. Wie gesagt, ich habe Sommer gehört, Herbst, na gut, es sind jetzt vielleicht 3, 4 Monate später. Entscheidend ist ja, dass es umgesetzt wird. Insofern, wir werden sehen, wann dann die ersten Ladesäulen zu der in Witteborg und in München installiert werden. Auch bei der Ladesäulentechnik geht es voran. Mittlerweile hat jetzt Tritium ein HPC-Ladesystem, was modular aufgebaut ist, mit bis zu 475 kW vorgestellt. Das heißt, die 350 kW, die wir bisher jetzt kennen, zum Beispiel von Ionity, sind damit in Anführungsstrichen Geschichte. Es gibt schnellere Möglichkeiten. Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass die jeweiligen Elektroautos so schnell laden können. Das Auto, was jetzt am schnellsten laden kann, ist ja der I-Pace vermutlich. Bei meinem Test waren es ja so um die 80 kW, also in der Spitze 83,4. Das waren Vorserien-Software. Wenn die aktuelle Software drauf ist, bekomme ich den nochmal zum Test. Und dann werde ich gucken, ob wirklich die 100 kW Ladeleistung erreicht werden. Und auch in absehbarer Zeit kommt ja der e-tron auf den Markt von Audi, der dann 150 kW Ladeleistung haben soll. Wie viel der EQC von Mercedes haben wird, werden wir dann sehen. Ich bin schon gespannt, wenn ich diesen testen kann. Kommen wir von der Tritiumsäule zu einem Thema, was so auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen lächerlich wirkt, nämlich fühlen sich hier Anwohner durch den Lärm der Lüfter einer E-Ladesäule gestört. Aber ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich habe jetzt natürlich diese Ladesäule nicht gehört, aber bei unserer Tour zum Nordkap mit dem BMW i3 haben wir öfter an Tritiumsäulen geladen. Die sind dort von Fortum sehr flächendeckend eingesetzt. Vielleicht hast du auch das Video von dem epischen Rennen vom Kona gegen das Tesla Model X gesehen. Auch dort war Björn unter anderem an einem dieser Tritium-Lader, wo dann aufgrund von Zeitmangel leider nicht den leckeren Burger essen konnte. Den kann ich euch wirklich empfehlen. Der ist dort richtig lecker. Aber worum geht's? Diese Säulen sind richtig laut. Also wir hatten mehrere Tritiumsäulen, die so ein unangenehmes, hohes Fiepen hatten. Und insofern kann ich das gut nachvollziehen, wenn man als Anwohner an so einer Säule wohnt und dann die ganze Zeit da was lärmt oder fiept. Das ist also durchaus noch ein Thema, was gerade mit mehr Säulen in der Praxis dann relevanter wird. Denn wenn du irgendwie so an so einer lärmenden Säule wohnst, ist das natürlich sehr unangenehm. Kommen wir nochmal zum Kurzbericht zum Thema Ladesäulen für Elektroautos, ein Henne-Ei-Problem. Ihr könnt euch den gerne mal durchlesen. Wie immer habt ihr natürlich den Link dazu in der Beschreibungsbox. Was ich hier ganz interessant fand, hier wird gesagt, im Moment ist es so, dass nur 3 Elektroautos auf eine Ladestation in den Städten kommen. Das hört sich im Moment erstmal wenig an. Deswegen ist auch die Unterstellung so nach dem Motto, die Betreiber dieser Ladeinfrastruktur können überhaupt nicht profitabel arbeiten, denn 3 Autos pro Ladestation würde ja bedeuten, dass rund um die Uhr eines von diesen 3 Autos dann da laden muss, damit sich das Ganze rentiert. Was hier allerdings ein großer Denkfehler ist, dass nicht nur die in den Städten zugelassenen Autos an den Ladesäulen laden, sondern natürlich auch Pendler oder Reisende. Denn so wie gesagt, bei mir ist es ja so, wenn ich nach Berlin fahre, lade ich in der Regel vor Ort an einer dieser Ladesäulen und ich werde hier nicht als eines der 2007 Elektroautos aus Berlin erfasst, sondern ich komme ja aus Kiel. Dementsprechend die ganzen reisenden Pendler, die auch aus dem Umland in die Städte fahren, wurden hier nicht erfasst. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, der mit berücksichtigt werden sollte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass hier die Ladesäulenbetreiber in die Vorleistung gehen müssen, um irgendwann in der Zukunft dann ein profitables Geschäft
haben zu können. Denn ohne die vorhandenen Ladesäulen werden die Bewohner in den Städten sich kein Elektroauto anschaffen können, weil genau dort ja die Hauptproblematik ist, dass man nicht zu Hause in der Garage laden kann, sondern wenn man im Mietshaus wohnt, dort laden muss, wo das Auto sozusagen normalerweise steht. Aus Oslo habe ich da ganz gute Lösungen gesehen, und zwar sind dort viele Lademöglichkeiten an der Straße. Teilweise sind das auch nur einfache Haushaltssteckdosen, die dann entsprechend ihre 3 Kilowatt Ladeleistung bieten. Aber dadurch, dass man dann an diesen Plätzen zum Beispiel von abends 20 Uhr bis morgens 8 Uhr stehen kann, ist das genau das, was der Bewohner eines Mehrfamilienhauses braucht. Sprich, er kommt von der Arbeit, kann das Auto dort abstellen, es wird über Nacht geladen. Und am nächsten Tag kann er weiterfahren. Und wenn die Ladesäulenbetreiber mehr von diesen Säulen in den Städten verteilen, die voraussichtlich auch günstiger sein werden, weil ja die Anschlussleistung geringer ist, beziehungsweise auf mehr Säulen verteilt werden kann, dann denke ich, ist hier dieses Problem, was diese Studie, diese Untersuchung herausgefunden hat, nicht vorhanden. Ganz interessant fand ich, dass Aldi Süd jetzt in 28 Filialen in der Nähe der Autobahn Ladeinfrastruktur aufbaut. Man muss sagen, leider nur Aldi Süd, denn Aldi Süd und Nord sind ja zwei eigenständige Firmen und Aldi Nord beteiligt sich nicht an dem Thema Elektroausbau, also Ausbau der Elektromobilität. Das heißt, wir haben hier im Norden überhaupt gar keine Ladesäulen an den Aldi-Märkten. Und insofern ziehen da die Mitbewerber mittlerweile an Aldi Nord vorbei. Im Süden ist das ganz anders. Hier hat Aldi jetzt ja quasi wie so eine Alternative zum Ionity Schnellladesystem an 28 Standorten nahe der Autobahn Schnelllader aufgebaut. Und zwar sind das jetzt 50 kW Ladesäulen. Ansonsten gibt es ja durchaus viele, die nur 22 kW haben. Das ist sehr interessant, denn das Angebot von Aldi ist, dass man auch die Urlaubsfahrt dann mit den Aldi-Schnellladern, die ja über die Solarflächen von Aldi bestückt werden, planen kann. Warum das vielleicht nicht ganz so gut ist, für deinen Tesla dort zu laden, das sage ich nochmal im extra Video, wenn es um die Reduzierung der Ladeleistung geht. Aber für den Normalfall ist es natürlich eine super Sache. Ja, soweit zu den heutigen E-Auto-News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr noch nicht meine Abonnenten seid, freue ich mich natürlich immer über jeden, der mein Abonnent wird. Das kannst du hier über das Elektroauto und Point of Interest machen. Wichtig ist auch, dass du die Benachrichtigung einstellst über die Glocke oder den Schieberegler, je nachdem, wo du dieses Video anschaust. Denn so kriegst du die Informationen, wenn ich neue Videos rausbringe. Und das mache ich zwar relativ regelmäßig, aber immer wieder gibt es mal ein Video mit interessanten Neuigkeiten. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.